Leute, willkommen zurück hier in Sims 4 mit unserer WG, bestehend aus Alex, Pia und Arani, die auch bald zur Arbeit muss. Warte mal, bis wann arbeitest du? Bis 17 Uhr, dann können wir sie auf jeden Fall zur Arbeit schicken. Wir haben überraschend Besuch bekommen von unserem Vater. Yay, Raoul, dann gehen wir ins Badezimmer. Ja, es ist tatsächlich eine ganze Weile her, dass ich jetzt Sims 4 gespielt habe in diesem... in dieser Familie, dass ich da Videos zu gemacht habe. Ich hatte einfach eine ganze Weile lang gar keine Lust auf Sims 4 und habe da mehr Sims 3 gespielt. Das habt ihr wahrscheinlich auch mitgekriegt. Aber jetzt spätestens nach dem Elternfreunden-Gamepack, als ich das hatte, habe ich jetzt auf jeden Fall wieder mehr Bock auf Sims 4. Und ich hatte ja auch nicht irgendwie das Projekt für beendet erklärt, sondern einfach nur eine Pause eingelegt. Bei Sims 4 ist es tatsächlich bei mir so, dass ich da ab und an mal eine Pause von brauche, dass ich da nicht so das große Interesse daran habe, dass es irgendwie langweilig für mich geworden ist. Und dann mache ich das später irgendwann wieder weiter, bevor ich mich da durchquäle und gar keine Lust habe. Weil ich hatte diese Folge hier schon mal, ich weiß nicht, versucht aufzunehmen oder ob ich sie komplett auch schon mal aufgenommen hatte, aber da hat sie mir einfach überhaupt nicht gefallen. Ich hatte da überhaupt keinen Spaß dran. Und deswegen hatte ich mich dann nämlich dafür entschieden, dann erstmal eine Pause einzulegen. Ich habe denen gar nicht gesagt, dass sie sich umarmen sollen, aber ja, egal. Gut, die gute Arani geht dann gleich erstmal arbeiten und du kannst dann erstmal hier auf Toilette gehen und duschen. Und er geht wieder, alles klar. Du kannst dann hier gern aufräumen, das weglegen. Du sollst losgehen, Mädel. Wo setzt du dich denn jetzt nochmal hin? Du sollst ins Badezimmer gehen, das wird mir auf jeden Fall helfen. Ja, und jetzt sollte es das wieder wöchentlich geben. Ihr seht schon, Sims 4 kommt jetzt da, wo Familie Reuss eigentlich kam, weil Familie Reuss jetzt montags und freitags immer kommt. Und dafür kommt halt jetzt Sims 4 immer möglichst dienstags. Kann ich natürlich wie immer nicht versprechen, dass es auf jeden Fall kommt, aber ich werde mich natürlich bemühen. Und kann natürlich sein, dass es mal wieder dann irgendwie in ein paar Wochen eine Pause gibt. Ich möchte aber eigentlich tatsächlich dieses Let's Play hier mal durchziehen. Das letzte Let's Play hat ja auch nur 10 Folgen gehabt und danach wollte ich nicht mehr. Danach fand ich es langweilig. Aber ich hoffe mal, dass es hier jetzt ein bisschen besser wird und wir da vielleicht auch gemeinsam noch ein paar Ideen finden, dass das auf jeden Fall Spaß macht. Die einzige Familie, mit der ich sonst in Sims 4 spiele, ist meine Familie, die ich von Anfang an hatte. Familie erstens Gott. Du solltest echt mal zur Arbeit gehen. Da vergessen, dass sie noch Arbeit nehmen muss. Ja, und von der wird es auf jeden Fall auch mal wieder ein Haushaltsvorstellungsvideo geben, denn hat sich auf jeden Fall auch eine ganze Menge getan seit dem letzten Mal. Aber was das Let's Play angeht, möchte ich halt das hier fortführen. Und ich möchte jetzt auch die andere Familie nicht zu einem Let's Play ändern, weil, ja, die spiele ich halt absichtlich dann, wann ich Spaß habe und nicht dann, wenn ich aufnehme. Aber wenn man aufnimmt oder wenn ich aufnehme, spiele ich halt doch ein bisschen anders, als wenn ich privat spiele, beziehungsweise dann kann ich auch irgendwas im Hintergrund laufen lassen und einfach nebenbei spielen und keine Ahnung, das ist einfach viel entspannter, als wenn man das beim Aufnehmen macht. Deswegen ja, werden wir das so handhaben und wir werden mal schauen, was wir hier mit der WG noch so anstellen können. Es müsste jetzt auch Flohmarkt sein. Du kannst ja direkt mal übers Festival lesen. Dann könnten wir nämlich noch zum Flohmarkt gehen, bevor wir dann heute Abend auf... Hallo Mädchen, warum noch... Wie die teilweise eine halbe Stunde rumstehen mit irgendwelchen... Ich habe keine Ahnung, was die dann immer machen. Aber mit irgendwelchem unnötigen Krams, der für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Wie die dann einfach da rumstehen und nichts tun, so eine Ewigkeit lang. Und naja, wir reisen jetzt erstmal zum Flohmarkt. Tada, da sind wir auch schon hier am Flohmarkt. Wobei, naja, ihr seht es ja schon, die Sachen sind leider alle total komplett kaputt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Das ist auf jeden Fall so, wenn man den Safe Game halt ein bisschen länger hat und da schon ein paar Festivals waren, dann verschwinden die halt nicht mehr, nachdem das Festival vorbei ist, sondern die ganzen Objekte bleiben stehen und dann... Ja, stehen die alle ineinander. Also hier ist das Gewürzfestival überall. Hier seht ihr auch schon diese Curry-Sachen. Dann haben wir hier den Flohmarkt, sehen wir hier. Und dann haben wir auch noch das normale, also den normalen Zustand. Ist halt einfach ziemlich albern, aber kann man ja so nicht ändern. Also ich glaube, es gibt da auch gar keine wirkliche Lösung für.
Ich hatte früher mal gelesen, dass man dann halt einfach warten muss, bis das Event vorbei ist, also das Fest, das Festival. Und dann verschwinden die Sachen ja wieder und dann kann man das so nach und nach wieder fixen. Lustigerweise habe ich das mehrmals ausprobiert und das verschwinden halt einfach die Objekte nicht mehr. Also die bleiben da jetzt einfach dauerhaft stehen. Und deswegen, es ist schade. Die haben halt eigentlich ein ganz cooles Feature gemacht, aber kann man halt kaum nutzen, weil es halt so verbuggt ist, weil halt einfach die Objekte nicht mehr verschwinden. Das ist ziemlich schade, meiner Meinung nach, dass die Festivals da so kaputt sind. Kann natürlich sein, dass ihr jetzt sagt so, hä, bei mir ist das überhaupt nicht, bei mir funktioniert das alles einwandfrei. Das ist irgendwie auch von Spiel zu Spiel manchmal unterschiedlich. Also, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie sie das hingekriegt haben, aber die sind bei EA wirklich richtig gut darin, die exotischsten und bescheuertsten Bugs zu erfinden. Also, dafür sollten sie echt mal eine Auszeichnung erhalten, für die besten Bugs in der Spielewelt. Hat sie da einen Pickel? Wartet mal. Die hat da doch einen Pickel, oder? Guckt mal. Die hat da ganz viele Pickel. Aha! Sehr cool. Ich meine, dass das so ist, dass man normalerweise jetzt mit Elternfreuden das nur so als, ja, wie so Make-up oder sowas wählen kann. Aber ich habe jetzt eine Mod drin, mit der man halt, ja, einfach so im Spiel Pickel bekommt. Das ist ja lustig. Ah, und heute soll ihre Zeugnisvergabe sein. Wir wollen nach dem Flohmarkt. Wollen wir noch zur Zeugnisvergabe gehen? Und dann wird sie so viele Pickel tragen. Ach Gott, die arme Pia. So viele Pickel, wie die da drauf hat. Da zwei, und auf der Stirn noch ein. Na. Naja, aber ich finde sie auch nicht unbedingt, dass sie schlimm aussehen, um ganz ehrlich zu sein. Ich finde an sich auch Pickel nichts wirklich Schlimmes. Ich kann das dann nicht leiden, wenn Leute einen auslachen deswegen. Ich habe es ja auch nicht ausgelacht. Ich fand es ja einfach nur lustig, dass das so schnell passiert ist, wisst ihr? Das ist ja jetzt der erste Tag, den ich wieder mit denen spiele. Nach, weiß ich nicht, Monaten, ein, zwei Monaten. Und mit dem Elternfreuden-Gamepack und direkt Pickel, arme Pia. Naja, viel mit Elternfreuden können wir aktuell eh noch nicht machen, denn sie wird ja auch bald zur Erwachsenen in 2 Tagen schon. Also heute machen wir die Zeugnisvergabe und dann am Dienstag wird sie älter. Ja, aber trotzdem mag ich auf jeden Fall das Gamepack sehr gerne und ich werde bestimmt noch einige neue Sachen mit dem Gamepack bauen oder allgemein einfach mit den neuen Inhalten, die ich habe und so weiter. Das wird auf jeden Fall ganz cool. So, ihr beiden, ihr könnt dann hier mal bitte zusammen Würfe ausprobieren. Warum macht der das denn nicht? Kannst du irgendwie mal werfen gehen? Danke. Und du jetzt auch, ne? Sehr gut. Okay. Dann lassen wir die mal hier ein bisschen am Basketball spielen. Das mögen die ja beide gern, sind ja beide, ja, sportlich. Und danach kommt halt, wie gesagt, die Zeugnisvergabe. Da werden wir auch Arani mitnehmen. Und ja, so noch den Abend verbringen. Ich habe auch wieder einige neue Sims in die Stadt hinzugefügt, die ich vorher noch nicht hatte, wo ich auch gar nicht weiß, warum. Weil ich glaube, teilweise hatte ich die Sims sogar schon oder hattet ihr die Sims schon länger geteilt in der Galerie. Aber irgendwie hatte ich die dann trotzdem nicht hinzugefügt bis dahin. Also jetzt sind auf jeden Fall sehr viele neue Sims in der Stadt, habe auch einige einziehen lassen, je nachdem, wie es halt gepasst hat. Ein paar sind halt dann ohne Haushalt oder ohne Haus, aber die laufen ja dann trotzdem hier in der Stadt rum. Zum Beispiel, ich glaube, Andrea ist neu. Ich habe die eigentlich auch schon länger geteilt, aber ja, jetzt habe ich sie erst hinzugefügt. Und falls ihr weitere Haushalte teilen wollt, dann einfach unter dem Hashtag Miss Vanilla einfach in die Beschreibung des Grundstücks reinpacken. Und dann finde ich die und dann packe ich die in die Welt rein. Was Häuser angeht, ist es immer ein bisschen schwierig, weil ich habe ja eh schon viele Häuser in der Stadt. Und da ist das teilweise dann so, dass ich, ja, dass ich da dann keine neuen platzieren kann. Aber ja, vor allem in Oasis Springs kann ich euch sagen. In Oasis Springs, diese ganzen kleinen hässlichen Grundstücke, da könnte der bauen und naja. Ist aber auch nicht so wichtig. Ich finde es eigentlich viel cooler, wenn halt viele Sims in der Stadt sind und man da immer wieder neue Leute trifft. Und dann, ja, eigentlich müsstest du jetzt mit Arbeit fertig sein, oder, Rani? Müsste jetzt nicht eigentlich Arbeit vorbei sein?
Okay, keine Ahnung. Wir werden jetzt aber mal. Ah, da ist sie fertig mit Arbeiten. Wir werden jetzt aber erstmal ein Ereignis planen, ein gesellschaftliches Ereignis und nämlich die Zeugnisvergabe planen. Ich hoffe mal, dass sie auch funktioniert und so. Ich hatte das eben schon mal versucht und da kam dann der Lehrer nicht an, aber ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert. Da werden wir mal planen. Okay, für mich zu reden. Ja, werden wir mal gucken hier die Abschlussfeier mit Zeugnisvergabe. Abiturient, okay. Abiturient ist sie und andere, die auch in ihrem Alter sind, können wir auf jeden Fall auch noch mit einladen. Wen haben wir denn da so? Christina, die kennen wir ja. Können wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Melina. Okay. Oh, das waren sogar schon alle. Ja, dann haben wir doch hier eine ganze Menge gefunden. 15 andere Abiturienten. Und als Gäste laden wir ein Alex, Arani und dann vielleicht noch unsere Eltern, Sandia und Raoul. Und dann brauchen wir noch einen Lehrer. Nehmen wir mal Naomi. Ja, und das sollte eigentlich soweit passen. Das machen wir dann hier an Oasis Turnhalle. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Da sind wir auch schon. Und ja, gehen hier mal in die Turnhalle. Davon habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ihr könnt ja mal hier, warte, nein, nicht so, da hingehen. Du kannst da ja auch gern schon mal hingehen und dich hinsetzen. Und vielleicht kann Arani hier diese Tabletts mal füllen. Ah, da habe ich ja, da habe ich eine neue Mod drin. Getränke servieren. Wir servieren mal ein bisschen Fruchtbrause. Ja, das ist das Normale halt. Das ist ja ganz gut. Wir können ja auch alkoholische Getränke servieren. Wie geil ist das denn? Oh, eigentlich könnten wir das mal machen. Hier, Prosa und Soda stattdessen. Wenn sie das macht. Weiß ich noch nicht genau, ob sie das jetzt auch wirklich richtig macht. Das ist ja richtig cool. Oh, so viele tolle Mods, die ich habe, kann ich auch nicht alle in die Videobeschreibung packen, weil ich das halt auch nicht immer weiß, wo die her sind. So, dann können wir uns mal die Vorführung ansehen. Also, das ist jetzt quasi. Ja, ich weiß gar nicht, gibt es das auf der Realschule auch? Ja, dass man dann halt die Noten in so einem Event quasi, bei so einer Veranstaltung bekommt, dass man da hingeht. Also ich weiß halt, ich war halt auf dem Gymnasium und da gibt es halt einen Abiball. Und beim Abiball trifft man sich da halt und dann kriegt man seine Zeugnisse so offiziell verliehen. Und ja, aber keine Ahnung, ob das jetzt halt auch. Ist das eigentlich mit der Troller? Ich will nicht mit Sophia plaudern. Ich weiß halt gar nicht, ob das in der Realschule auch ist. Ob man da dann das auch bekommt. Du möchtest mit Raoul reden? Okay, kein Problem. Könnt ihr machen. Warum stehen die zwei ineinander? Melina und Anouk. Weiß ja auch nicht, ob das so richtig ist. Du kannst ja gerne mal hier ein Prosa mit Soda trinken. Ist das wie Prosecco? Ich weiß gar nicht, was Prosa bedeuten soll. Ja, Jahresbücher unterschreiben. Da haben wir jetzt, glaube ich, gar keine hier rumliegen. Da müsste ich einmal kurz welche suchen, damit wir die nutzen können. So, okay. Da können wir nämlich hier einmal ein Jahresbuch unterschreiben. Wir müssen aber erstmal hier den Abschluss feiern. Obwohl, ich glaube, da müssen wir sogar ein bisschen warten, bis sie ihre komische Rede beendet hat. Ja, das sollte ja passen. Sie kennen wir noch gar nicht wirklich. Dann reden wir mal mit jemandem, den wir kennen. Ist hier eigentlich überhaupt jemand, den wir wirklich kennen? Tian kennen wir. Sehr gut, dann können wir ihn irgendwie mal umarmen oder so? Nein, können wir nicht. Dann danken wir ihm fürs Kommen. Hier, das müssen wir auch nicht mehr anhören. Ihr beiden quatschen ein bisschen, das ist auch schön. Und Alex, du kannst eigentlich hier auch mal einen Drink nehmen. Dann hast du auch was zu tun. Die sind ja eigentlich hauptsächlich nur als Gäste hier. Und was machst du? Wie lange? Ach so, der kommt jetzt zu dir. Ist ja auch okay.
Und dann können wir nochmal uns an die Schulzeit erinnern. Wir wollen ja so ein paar Aufgaben. Hallo, kannst du bitte mal nicht abhauen? Wow. Wir gehen da mal weg, weil das funktioniert scheinbar auf dem Stuhl nicht so gut. So, oh, da wäre jetzt Anita gewesen, aber wir gehen nochmal zu Tian. Hallo, Tian. Wir wollen uns gerne an unsere Schulzeit erinnern, denn die ist bald vorbei. Und dann kann sie danach ja auch mal nochmal ein Jahresbuch unterschreiben. Das wäre ganz cool. Und wenn schon mal unsere Mutter hier ist, dann können wir sie natürlich auch mal umarmen. So liebevoll. Warte, wo ist das denn? Hier, liebevoll umarmen. Ist irgendwas für den Job machen? Nee, Vorführung beurteilen. Können wir uns hier diese Vorführung ansehen und sie danach beurteilen? Das wäre lustig. Nee, schade. Hätte ich lustig gefunden. Weil das ja eben auch Vorführung hieß. Witze erzählen. Das können wir auch gerne machen. Aber wir unterschreiben erstmal das Jahresbuch. Hast du das schon erledigt jetzt? Nee, noch nicht ganz. Sehr cool. Wir haben das Jahresbuch mit unserer schönsten Unterschrift unterschrieben. Na, dann, warte mal, wen können wir denn mal umarmen? Wir können unseren Vater eigentlich mal umarmen. Ich klicke da immer daneben. Es sind immer zu viele Optionen und dann klicke ich da immer schnell durch und dann bin ich immer zu ungeduldig und dann, ja. Und dann verpasse ich immer die ganzen Optionen. Na, wie süß. Oh, scheinbar hat das nicht gegolten. Dann umarmen wir Christina nochmal. Ich glaube, wir müssen sie normal umarmen und nicht das liebevoll umarmen. Ich glaube, das zählt gar nicht. Dann umarmen wir sie mal. Und dann können wir nochmal ein paar Witze erzählen. Witze über alte Zeiten, das passt ja ganz gut. Und dann vielleicht auch noch ein Insider-Witz. Dann sollten wir das auch erledigt haben. Hier, wann können wir denn mal unseren Abschluss feiern? Warte mal, da müssen wir mal dran. Ja doch, wir können doch die Vorführung beurteilen. Mach mal. Beurteil mal die Vorführung, das finde ich lustig. Ja, ja, musst du ja auch nicht. Du musst jetzt die Vorführung beurteilen, bitte. Hey, das ist lustig, dass sie das tatsächlich stehen kann und die Vorführung beurteilen kann. Ich würde nur gern noch in der Zeit würde ich gern noch, ja, den Abschluss auch machen, ne? Zu Schulabschluss gratulieren. Und das können wir bei Tian gern auch nochmal machen. So als wären das unsere zwei besten Freunde und wir reden sonst mit niemandem. Genau. Dann hätten wir das nämlich auch erledigt. Warum können wir hier keine, warum zählt das Witze erzählen gerade nicht? Haben wir keine Witze erzählt? Müssen wir eben gucken. Hä? Doch, jetzt zählt's. Okay. Ihr redet? Nee? Okay, dann stell dich mal freundlich vor. Immerhin wohnst du mit den Kindern in einer WG. Da könnte man ruhig auch schon mal die Eltern kennenlernen. So, wie sieht's aus? Witze erzählt haben wir. Dann würde ich jetzt gerne nur noch hier den Abschluss feiern. Dann gehen wir mal hier hin. Hast du die Kolumne schon zu Ende beurteilt? So. Können wir sie herbeirufen? Hilft das vielleicht, dass sie aufhört? Nein? Na, no, der zeigt Bilder. Wartet mal, dann machen wir das anders. Tada. Und schon sollte sie wieder benutzbar sein, quasi. Weil theoretisch sollten wir ja jetzt an ihr den Abschluss feiern oder allgemein den Abschluss feiern können.
Können wir hier jetzt mit ihr Abschluss feiern? Genau. Das wollte ich ja nur noch mal machen, dass wir den Abschluss feiern können. Du solltest auf jeden Fall mal auf Toilette gehen. Bei dir sieht das okay aus. Ja. Glückwunsch! Pia hat ihr Abitur erfolgreich bestanden. Wenn die Feier weiterhin so gut läuft und du alle Ziele erfüllst, kannst du noch ein paar andere Gegenstände abstauben. Okay. Hier ist sie, unsere beste Schülerin. Wir sind alle so stolz auf dich. Oh, das ist ja lieb. Nach Empfehlungsschreiben würde ich gerne noch fragen. Können wir das? Da ist es. Können wir sie gerne noch nach dem Empfehlungsschreiben fragen? Kriegen wir das vielleicht auch noch? Und dann sind wir super aufgestellt für. Ich habe schon einiges geschrieben, Pia. Hier. Okay, cool. Also, damit haben wir das dann hier auch beendet. Und dann würde ich mal sagen, könntest du hier vielleicht mal ein Konzert geben für Pia? Und dann können wir hier dazu hoffentlich tanzen. Mal gucken, ob wir dazu tanzen können. Können wir dazu nicht tanzen? Wir können zuschauen immerhin. Du kannst dann auch mal zuschauen. Schade. Also, na gut, in Sims 3 kann man dazu tanzen. In Sims 4 scheinbar nicht. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte das eigentlich cool gefunden, wenn man hier jetzt auch tanzen könnte. Wenn man hier so ein bisschen musikalische Untermalung hätte. Dann schalten wir hier mal ein auf klassisch, damit das nicht allzu verwirrend ist. Und dann können wir hier mal ein bisschen. Hä, können wir hier nicht tanzen? Man kann hier nicht. Man kann mit den Dingern nicht tanzen, okay. Naja, gut, das habe ich jetzt ein wenig unvorteilhaft gemacht. Vielleicht können wir hier nochmal ein Foto machen. Vielleicht mal mit Himmelhintergrund, weil bei der anderen Party hatte ich ja das andere. Und dann können wir ja mal gucken. Hier Foto machen von Pia. Gern. Warum kriegen wir die ganze Zeit Geld? Ach so, Trinkgeld, cool. Wir nehmen hier sogar noch was ein. Geil, warum nicht? Schaffst du es? Schafft sie es, dahin zu gehen? Ja, sehr gut. Ja, und ist doch schön, wie Arani hier die Leute unterhält und sie hier zuhören. Dafür haben wir sie ja mitgenommen. Ja, und dann gibt es abends nochmal irgendwie schön was zu essen, weil hier alle auch Hunger haben. Und genau, dann machen wir paar schöne Bilder für den Abschluss. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ah, das sieht doch ganz schick aus. Das können wir auf jeden Fall dann auch an der Wand hängen. Vielleicht nochmal so. Ich finde eigentlich sogar, das sieht am schönsten aus, vor allem weil der Hintergrund dann so ganz schick ist. Dann so vielleicht noch. So, das ist doch. Also das waren wunderschöne Bilder. Und können wir vielleicht nochmal ein Gruppenfoto machen mit Christina und Pia, weil die hätten vielleicht auch gern ein Bild gemeinsam, dass sie gemeinsam hier bei der Zeugnisvergabe waren. Kommt sie denn da noch? Wo ist sie? Da ist sie. Christina, möchtest du mitkommen? Ah, jetzt geht sie los. Okay. Sehr cool. Ja, ist ja eh nicht mehr lange. Das möchte ich auf jeden Fall eigentlich noch zu Ende machen. Und dann, ja. Werden wir die Scherben des Abschlussballs aufsammeln hier, weil die alle so mega hungrig sind und so. Das wird dann schon noch. Nur würde ich hier gerne noch den Abschlussball heute beenden. Na, no, was für ein süßes Bild. Können wir das vielleicht auch noch mal? Ich finde, das sieht so am schönsten aus mit dem leicht bläulichen Filter. Aber das sieht eigentlich auch ganz cool aus. So. Sehr schön. Oh, sie muss aufs Toilette. Dann schicken wir dich. Muss ja hier auch nicht leiden, ne? Gut. Nein, wollen nicht unbedingt mit ihr reden. Vielleicht kannst du. Ah, hier ist gar nichts mehr. Wir könnten vielleicht nochmal einen Gripshopper servieren. Dann hätten wir da nochmal was. Sie spielt noch? Nee, sie spielt nicht mehr. Du kannst ja mal ein Lied singen. Poplied. First Sorrow, Then Hope. Oder so. Vielleicht hört da ja auch jemand zu. Na. No.
Also das mit der Klavierfähigkeit und dem Singen habe ich bisher echt zu wenig genutzt. Das ist halt echt schön, finde ich. Könnte man echt, echt gut zuhören. Oh, da kriegt sie scheinbar auch wieder Trinkgeld. Oh, so schön. Aber jetzt ist gleich auch die Party vorbei. Es ist ja auch nur 2 Uhr morgens. Ah. Ich möchte aber eigentlich noch warten, bis das hier gleich vorbei ist. Ja, nein, vielleicht. Ja, dann beende ich selber. Sehr schön, Goldbelohnung. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns nächste Folge zu Hause wieder, wo sie alle noch irgendwie einen Mitternachtssnack nehmen, weil sie alle sehr hungrig sind. Und da geht es dann weiter nächsten Dienstag, ja, gleiche Uhrzeit wie heute. Und dann würde ich mich auf jeden Fall wie immer über einen Kommentar von euch freuen und hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei.